Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Hört ihr die komischen Vögel im Hintergrund? Das ist irgendwie jetzt der nächste Morgen. Es ist irgendwie auch alles komplett nass. Der ganze Schlafsack ist nass. Es sieht aus wie Raupi, ja? Hier sieht's aus wie Brille. Guck mal, ist auch alles einfach nass, alles beschlagen. Schön hier unter der Brücke, neben der Brücke. Da ist der Bo mit seinem Gletscherwasser. Wir haben irgendwie gestern Nacht noch was getrunken. Wir haben im Stuhlkreis gesessen, haben uns angefasst und Menas Moos gesungen und Deichkind gesungen. Und dann kam noch Natururin. Und dann haben alle geschlafen. So, das war perfekt. Timo hat es irgendwie nicht mehr geschafft, am Freitag zu kommen. Stefan Landei hat es nicht geschafft, am Freitag zu kommen. Mal gucken, was mit denen heute ist, am Tag 2. Aber für Tag 2 gibt es einen extra Tag. Das ist erstmal Ende von Tag 1. So sieht's aus. Ich suche jetzt erstmal die Toilette. Das ist dann Tag 2. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Irgendwie macht das ab 8 Uhr auf. Stimmt noch zu. Ich suche die Toilette. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist Tag 2 vom Geburtstagsvlog. Ich bin aufgestanden. Ich habe immer noch mein Schlafhemd an. Das ist richtig genial. Das hatte ich letztes Jahr zum Geburtstag schon. Die Stimme ist ein bisschen, auch vom letzten Jahr, hört man. Ich habe die Mütze auf. Guckt mal, wie es hier aussieht. Da habe ich jetzt geschlafen, da ist die Norma, da lag ich in dem Sack, einen Sack untergelegt, einen Sack drüber gelegt. Es ist alles nass, fertig. Das ist eine Katze, das ist richtig cool. Und hier ist Farbe Natururin, das Kissen, was richtig schäbig aussieht. So, das ist Silvio in seinem Sauerstoffzelt, ne? Das nennt man, glaube ich, Thomas. Da ist Hannes. Ich weiß nicht, wieso der da liegt, weil irgendwie lag der gestern dort. Jetzt liegt er plötzlich hier. Der hat sich über Nacht bewegt. Ja, pass auf hier. Jetzt kommt der Bo. Jetzt müsst ihr aber ganz genau hingucken. Seht ihr hier dieses grüne Zelt? Das ist der Bo. Also ich sehe nichts. Weil der Bo ist auch irgendwie gewandert. Keine Ahnung. Die legen sich nachts so und frühs sind die weg. So. Das ist der Bo. Wo ist denn jetzt dein Zelt hin? Da. Wieso, der Bo? Jetzt wollte ich doch mal dein Zelt filmen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Der lässt sich's auf jeden Fall schon wieder schmecken. Der trinkt Gletscherwasser. Genau. Da Sarina ist auch schon am Start. Wer das ist, weiß ich nicht. Der war gestern gar nicht da. Das ist Natururin. Kann man doch da ablegen. Das ist normaler Urin. Guck, der läuft auch hier rum. Ja, der hat gerade ein Handy gefunden. Das ist Blut im Stuhl, weil das hat rote Haare. Jetzt pass auf. Was ist hier? Chrombarrer? Kenne ich nicht. Wo ist das Chrombarrer her? Das ist, glaube ich, der Imbiss-Brongo. Das ist nix. Das sehe ich von hier, dass es nix ist. Das ist die Shania, die genau jetzt sich rumdreht und guckt und sagt, guten Morgen, Morgen. Ich bin die Shania. Sehr schön, gutes Timing. Oh, das ist Pizza. Alter Schweizer, wie schwarz ist denn der Rand? Haben die das so gemacht oder haben die da was gemacht? Also die anderen. Hier liegt meine Hose. Wann habe ich die Hose gewechselt? Und wie? Und warum?
Da, hoffentlich hat mir keiner was weggeguckt. Hier ist ein Hut von mir noch. Und hier ist der Crazy O. Guck, das ist der Crazy O. So kennt man ihn. Mit dem Kopf im MRT. Perfekt. Guten Morgen! Ja, und ansonsten keine Ahnung. Mein Plan war ja, da hinten läuft einer mit seinem Hund, weil das ist die Hundewiese. Deswegen hat sie auch gestern so nach Scheiße gerochen die ganze Zeit. Ich wollte jetzt vielleicht erstmal zur Toilette, wenn die zu ist, weil die erst um 8 aufmacht, weil jetzt ist es 6.35 Uhr, wollte ich vielleicht kurz zum Kaufland und da mal aufs Klo, falls es auf ist. Ansonsten, ja, haben wir hier immer noch unseren Müllsack. Guck dir das an. Diamond Pack. Dann haben wir hier ist Füße. Die, guck, die gehen auch weg. Und dann haben wir hier, müssen wir nicht drüber reden. Das ist Pfand. Guten Morgen. Alles Gute. Wer bist denn du? Ich bin der Müllsack. Du bist der Müllsack, okay. Wenigstens ist er ehrlich. So, da ist das Wasser. Auch es ist so kalt. Wer möchte jetzt da rein? Das finde ich schön. Ist bestimmt wieder eine Cola weggeschwommen über Nacht. Aber was ist denn mit der Pizza passiert? Wieso ist sie denn so schwarz? Die war schon so. Die war so. Ich hole nie wieder Pizza. Wo ist sie überhaupt her? Wieso gibt es überhaupt Pizza? Aber ich glaube, da oben ist noch eine halbe Pizza von mir, die ich nicht gegessen habe. Ja. Mit 3 Becher Spezialsoße und Knoblauchsoße drauf. So, das ist meine Pizza von gestern. Wenn da keine Soße drauf ist, dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht ist es auch Mozzarella. Das ist übrigens unsere Strandbar nochmal. Da kann man so mit dem Fuß rein, kann so machen. Da habt ihr richtiges Feeling. So. Das ist richtig toll. Es nutzt nur keiner. Es nutzt keiner. Die Leute wissen gar nicht, was ich hier für Hebel in Bewegung gesetzt habe. Damit. Weißt du, wie man das nennt? Der Capital Bru. Service, den man nicht mal braucht, das nennt man Luxus. Das ist Luxus. So, das ist das Klo, das haben die Mädels gestern nicht gefunden. Und ich dachte jetzt echt, naja, es ist ja erst ab 8 Uhr geöffnet. Aber 6.35 Uhr kannst du schon die Tür aufmachen. Da ist so ein warmer, angenehmer Geruch, der dir entgegenkommt. Da freue ich mich gleich drauf. Aber Sarina ist gerade, Markus ist gerade. Deswegen, das sind die Details, die müsst ihr wissen. Da ist Sarina drin, da ist Markus drin. Da steht Crazy O drauf. Guck mal, gar keine Autos durch die Baustelle. Vor allem sitzt du hier und guckst und siehst auf einmal, irgendwas bewegt sich die ganze Zeit. Hier krabbeln einfach die Käfer die Wände hoch, also die Kellerasseln. Guckt mal, eine ganze Familie. Und die laufen da hoch und die laufen da runter und die laufen da seitwärts und die sind einfach überall. Überall sind Kellerasseln, das ist doch alles nass. Vorsicht! Öffentliche Toilette, eigene Gefahr, wenn die Kellerassel in den Po kriecht. Genial. So, und da der Prime nicht erschienen ist, dieses Jahr fehlt, starten wir den Tag mit einem Prime, denn das hydriert dich direkt. So, seht ihr die Sonne, wie die da hinten rumfliegt. Ich sitze jetzt hier in meinem Stuhl, denn das ist Luxus. Und hier steht noch irgendwas Offenes, was nicht von mir ist. Deswegen muss man das jetzt erstmal trinken. Prost! Weil das da rumsteht. Und dann wieder Herpes am Mund. Guck! Jetzt muss ich schon wieder aufs Klo. Kennt ihr diese Kinder-Cola, wo immer draufsteht, macht keine schwarzen Füße? Ja, die hatte ich nicht. Und jetzt gibt's zum Frühstück nochmal den Rest von der halben Pizza, damit ich gleich nochmal aufs Klo kann. Aber ich war jetzt schon zweimal. Wir müssen ja eh noch warten, bis der Rest aufsteht, damit dann alle ins Wasser reinfliegen. Hallo, Naturin! Guten Morgen. Hier. Ist aufgestanden, auferstanden. Noch nicht. Noch nicht.
Also wir haben jetzt ungelogen, 6 Uhr noch was, immer wach gewesen. Jetzt ist es gleich um 9. Jetzt ist auch Naturin wach. Auf den haben wir jetzt gewartet. Obwohl wir eigentlich warten wir auch gerade auf Thomas und Scheinux. Die wollten nur kurz in die Norma. Und die ist direkt da. Die sind jetzt auch schon fast eine Stunde weg. Das ist Naturin, seine Sackkarre mit Werbung dran. Der bekloppteste Outdoor-YouTuber Deutschlands. Das ist der Rest von Markus, der noch übrig ist. Der liegt jetzt auf dem Bauch. Und jetzt seht ihr nochmal Silvio sein Sauerstoffzelt bei Tag. Und das ist immer cool, weil der hier immer so eine Schnur hat. Muss sie immer irgendwo an so einen Baum dran machen. Zum Glück ist immer überall ein Baum in der Natur, wo man die Schnur dran machen kann. Schnell, warte Thomas! Warte doch erstmal, ich tausche Thomas! Gerade. Ich tausche gerade. Thomas! Ja, dann mach du. Deswegen immer aus der Froschperspektive filmen. Das sieht am vorteilhaftesten aus. Das ist der neue GTA 6 Trailer. Guck dir das an. Also SEX geschrieben. Alter, GTA 6. Klick! Nee, dafür habe ich doch den Stuhl. Der Stuhl ist cool. So. Prost, in die Mitte. Hui. Tutti Frutti Energy. Früh am Morgen und sonst nie. Hey. Schmeckt plötzlich cremig wie Campino. Kann ich gar nicht nachvollziehen, was da wieder los ist. Hier rein. Ich dachte, da ist Creme drin und du tust sie jetzt hier reinfüllen. So wie so ein Sahnetörtchen, so mit Cremefüllung. Das ist ein Luftsack. Den nimmst du, um Luft in die Matratze zu pumpen. Ich weiß nicht genau, was der Bo jetzt hier gerade macht mit dem Zelt, aber er macht's einfach. Hier haben wir den Landstreicher Zai, der schon wieder abgehauen ist, der sich doppelt und dreifach absichert unter der Brücke. Trocken, im Sand, mit Strandmuschel, mit Muschel und mit nix, das war's. So, auch wenn ihr nicht weiß, wie ich die Hose gestern ausgezogen habe, um die wieder anzuziehen, muss man jetzt wieder wechseln, obwohl die so schäbig und schmierig und dreckig aussieht, das schöne Bier, aber egal, das jedes Jahr eine neue Hose. So, es ist passiert wie Tomaten. Die Hose ist gewechselt. Das heißt nicht mehr lang, das Wasser kommt zurück. So, es ist jetzt irgendwie nach 10. Der Wuser, der liegt immer noch. Den habe ich jetzt hier versteckt. Ich habe extra den Karton dahin, weil er die ganze Zeit mit seinem Kopf in der prallen Sonne liegt. Mit dem Karton hat er jetzt Schatten. Der Naturbursche liegt auch hier rum. Der hat seinen Kopf einfach im Stuhl unten drin, damit er Schatten hat. Und Timo hat gesagt, er ist jetzt auch endlich losgefahren und wird 11.20 Uhr oder so dazustoßen. Was mit Stefan Landei ist, weiß ich jetzt nicht. Ob der Leberkäse wegfällt oder noch kommt, das sehen wir also dann, wenn es soweit ist. Hier habt ihr nochmal ein Standbild vom Hannes, wie der steht. Moin. Da vorne ist ein Angler, der war kurz hier. Hat gesagt, wir sollen hier die Flaschen nicht reinwerfen. Dabei haben wir die doch alle, die haben wir doch alle hier hingestellt. Das hat er wohl gar nicht gesehen, wie ordentlich und diskret das abläuft. Jetzt angelt er da. So, Jonas ist gerade am Start und zertrampelt mein ganzes Nachtlager. Eigentlich wollte er nur die Katze füttern. Hat er auch gemacht, gell? Super. Nimm sie ruhig mit. Zack, schon ist die Katze weg. Wenn ihr die Katze wiederfindet, schreibt es in die Kommentare. So, wenn ich was von Naturin gelernt habe, dann, dass dieser gelbe Sack da reinpasst und man den da reinquetschen muss. Und weil wir gut drauf sind, hauen wir den Rest von dem anderen Zeug natürlich auch in einen anderen Container, dass der eine nicht so voll ist. Vorher, nachher. Und weil ich jetzt so eklig und stinkig bin von dem ganzen Müll, erstmal ab ins Wasser. Das erste Mal heute. Erst wieder reinsetzen. Aber die Sonne brennt auf den Schultern, das heißt, diesmal ist es angenehmer natürlich dann einzutauchen. Oh.
Tag 2 kann starten. So, Hannes ist gut drauf, der Moin. Will sich auch wieder erfrischen. Ja, total. Total. Oh. Oh. Ich schwimme. Tschüss, Hannes. Aber wenn ihr denkt, er ist dann weg, Quatsch. Irgendwann kommt er da oben wieder an. Das haben wir schon ausgetestet. Wir haben gleich einen Feuerstein bei dir. Gemacht. Wahrscheinlich einer Flutsch! So, Hannes braucht keinen Stuhl, der ist Naturmensch, der sitzt auf Stein. Ach. Wo hast du dich geschnitten? Zeig mal, was, wo? Geschnitten? Da guck, da ist ein Schnitt und eben habe ich es gemerkt, hier ist auch einer und ich weiß gar nicht warum. Das ist Partnerschnitt. Haben wir uns gegenseitig zugefügt. Blutsbrüderschaft. Prost! Prost. Auf den Geburtstag. Prost! Prost! Oh. Na komm, wir mit dir. Prost! 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 Wir lassen es uns gemütlich. Das war die Po-Perspektive. Also, die Po. Die Po-Perspektive, wenn man sich die Kamera in den Arsch schiebt und von dort aus filmt. Hallo Naturin! Ich versuche gerade. Er versucht. Guck, wie er es versucht. Eine ebene Fläche zu finden. Und dann sagen sie mal, ein Dreibein ist das Beste, das kibbelt nicht. Das ist ja scheiße, ist das ja. Hallo der Bo, der braucht auch keinen Stuhl. Der hat sich seine Sackmatte mitgenommen und sitzt auf dem Stehen. Hallo Timo, siehst du wieder aus wie Brock Lesnar? Ja. Was ist denn das? Ein Fass? Mit? Ach, das ist. Ach, die Gors. Die Gois. Da haben sie auch gestern gesoffen. Da freuen sie sich. Jetzt müssen wir nur noch einen Platz finden, fürs Fass und für den Timo, beides. So, das ist übrigens schon das dritte Fass, obwohl wir die zwei anderen noch gar nicht getrunken haben, weil die liegen noch da hinten. Das ist sehr gut, danke Timo dafür. Mal gucken, ob das nächstes Jahr immer noch hier steht. So, was hat der Ramses schon wieder vergessen? Jetzt hat er sich da reingelegt, eingetunkt. Hat schon wieder das Handy noch in der Hosentasche gehabt. Wenn ich es jetzt anmache, seht ihr hier, da ist so ein Tropfen drauf. Also das Gerät zeigt mir jetzt ein Wasser, ein Feuchtigkeits ist da drin. So. Deswegen müssen wir das jetzt wegtun oder in die Sonne legen oder auf die Brücke. In der Hoffnung, dass es keiner klaut. Auf der Brücke oben Zettel dran, bitte liegen lassen, er muss trocknen. Das ist genial. Mittlerweile ist der Kreis auch größer geworden. Hannes ist umgefallen. Scheinux kommt gerade noch rein. Da sitzt der Rest. Ihr seid der Rest. Fertig. Das war's. So, der Zai kam jetzt auf die glorreiche Idee, sein Gletscherwasser mit Pfeffi zu mischen. Jetzt hat er die besondere Special Edition Prime Farbe. Glowberry, guckt es euch an. Willst du mal probieren? Ach, wie lecker, es schmeckt so gut. Sauber? Schönes Handy. Da muss ich erst probieren und Zai seine Plörre. So, da ist ja gar nichts drin. Ich dachte, der halbe Becher ist schon voll, weil die nichts gesehen haben. Hat der Handy voll oder was? Ja. Ein Handy. Was? Zeig mal. Wie ist ein Handy? Das neue iPhone oder nee. Was? Nein, genau. Ja. Haben sie Handy gefunden? Siehst du, hätte Wein sein können, weil ich es immer mit ins Wasser nehme in der Badehose. Na ja, dann. Hier, dann schenke ich mir nochmal einen ein, weil du bist die Barfrau und deswegen muss ich mir da immer einen einschenken. Wir haben ja wahrscheinlich noch Pfeffi da. Aber und wir haben noch Gletscherwasser da. Wir haben noch Becher da. Falls jemand noch was will, ja, er mit. Kann man das machen. Du bist Barkeeper. Schmeckt auch ordentlich nach Pappe. Ein Hoch, dass alles nur noch aus Pappe besteht. Voll mal dran rum, wie ein Blöder. Ich dachte, das fährt immer automatisch raus. Hoppa! Jetzt haben wir nicht nur Hundebesuch, sondern auch Hundedurst. Haben wir uns jetzt hier einen Tisch gebastelt mit Zapfanlage. Und der Buser sich das erste durchfallfarbene Getränk zapft. Lecker, lecker Durchfall. Schmeckt's. Probiere mal die gute Brühe. So, das sieht doch gut aus, so habe ich mir das vorgestellt. Stabil, heftig, nice. Hier, und? Es schmeckt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, lass laufen die Plöre. Olas. Lass laufen die Plöre. Olas, der Schneemann. Oh, jo. Super.
Prost, Hadi. Prost. Ja, Lift. Oh, und drehe. Ja, aber machst du nicht eigentlich erst unten, damit es sich von alleine erst rausdrückt und dann machst du oben? Joa, siehst du, ich wusste beim letzten Mal, ist das Ding von alleine rausgefahren. Ja, du machst unten zuerst. Jetzt woher soll ich das wissen? Wenn du einen Überdruck, dann drückt es sich von alleine raus. Wirfst Thomas einfach gegen den Kopf, dann ist er ruhig. Wir haben es einmal hingekriegt, Riesa nochmal hier. Ja, aber wie soll das von alleine rausfahren? Ja, weil die Dose hat Überdruck. Wenn du oben nicht aufmachst, drückt es durch den Überdruck das raus. Große? Ach, ich muss es trotzdem rausreißen. Überdruck, den sie ja großen Dosen. Ja, nee. Guck mal, wie das rausdrückt. Das ist halt fast nur eine große Dose. Oh, oh, ja. Das ist ja nur das wird geneigt und dann geht's nach Hause. Jawohl. Der super Privatfass. Keine Ahnung. Einfach nach links auf dich zu. Drehen. Dann kommt was raus. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt ist der angekommen. Guck, das die Plöre kommt. Bei mir gerade übelst der Schaum rausgespritzt. Du musst oben aufdrehen. Ja, dann dreh auf hier. Gib mal Stoff hier, jawohl. Oh. Jawohl, jetzt hat er seine Plöre abgelassen. Ja. So ein Assi. Er macht nicht so viel. Das war Eigenschutz. Das ist Imbiss Bronco. Ja, weißt du, ohne Videos sitzt er da und macht das den ganzen Tag. Oh. Sagst du, komm, ich nehm's mal kurz auf. Schaum, Alter. Schaum, fertig. Oh, Schaum. Imbiss. Jetzt willst du Hannes nicht selber machen, guck. Ja, da kann ich es auch Deswegen warst du vorhin baden mit dem T-Shirt, weil da so viel Bier drauf liegt. Wenn die Jungs schon saufen tun, dann will man mal nicht so sein. Nein! Schon wieder. Jawohl! Hey. Jawohl! Obwohl, warte, man muss ja eigentlich schlucken. Das krieg ich nicht hin. Ich bin halt nicht so krass wie die Jungs, deswegen. Jetzt sogar mit Flaschenabfüllung für einen Scheinux. Das ist eine Scheinux-Production. Grüß an Kesto. Wo kommt das überhaupt her? Das ist ja auch noch da. Aber nicht so vital. Da brüllen die Wale wieder im Hintergrund. Mann, hier. So, der erste Bier-Mix-Milkshake für einen Scheinux. Bitte schön, genießen Sie es. Bei 14 Grad ist es Schatten. Hallo Naturin. Hi. Willst du mal probieren? Was ist das? Bier. Hast du da? Also ist ein Fassbier gemischt mit einem zweiten Fassbier. Müsste leicht nach Kirsche schmecken. Alle. Ich weiß, ich hole gleich einen Ersatz Akku. Akkurat. Ich kaufe mir ein E-Bike und dann ist ein Akkurat. Schmeckt erfrischend. Okay. Willst du den Rest oder soll ich es wieder mitnehmen? Ich würde es trinken, ja. Gut, dann trink's. Bolz gleich den Becher, hol dir mal ein neues. So, und jetzt erstmal einen Akku holen. Guck mal hier. Hier wird der Koffein hergestellt. Da gibt's Kaffee. Ja, genau. Ich weiß noch damals, als er Tee gemacht hat, das war die beste Zeit meines Lebens. Mit Tee. So, das ist der Wusa und das ist mein Bauch. Wenn er sich so hinbückt, dann kann man so machen. Hilfe, Bock Lesnar! So, der Timo ist der Dritte. Der Hannes, ich und Timo. Jeder hat sich ins Wasser gelegt und abgekühlt. Jetzt esse ich Pizza. Ich habe nämlich noch hier ein Stück mit ganz viel Soße. Das möchte ich jetzt, noch essen. Dann will der Zai sich aber auch reintunken und traut sich. Wenn ihr euch traut, schreibt es mir in die Kommentare. Dann kannst du dich einmal reinhauen. Ich habe mich erst gesetzt, hat übelst den Schock und dann habe ich mich nach hinten kurz mal reingetunkt. So ähnlich habe ich das in Deutschland. Oh Gott! Oh Gott! So hat mich aber noch keiner genannt. Ja, ich bitte dich, dich mal live zu sehen. Meine Klöten. Gleich ist die Hose weg.
Nee, eher die Schuhe. Ach, die Schuhe auch noch. Cool. Fuck. Warum ist das so kalt? Wieso denn, Äste? Da ist das warme Wasser. Da ist das kalte Wasser. Als würde das so schnell die Temperatur ändern. Das ist meine Ideologie. Die muss ich euch noch beibringen. Das ist warm und das ist kalt. Alter, ich muss mich anders nass machen erstmal. Nochmal. Ich mach erstmal den hier. Das ist doch viel schlimmer. Nee, finde ich nicht. Für dich nicht. Das ist auch anstrengend für mich kurz, aber. Hey, ich verpasse da hinten alles. Was? Die machen das auch und tunken sich ein. Das ist der dritte, das ist die vierte. Du könntest der fünfte sein. Guck, die Sarina haut ab. Die hat Eierstöcke, Alter. Ich komme einfach später nochmal wieder, wenn ich aufgegessen habe. Oh, fuck, Alter. Oh. Nein. Das klingt wie ich früh auf Toilette, wenn ich wieder Samyang gegessen habe. Kommt das Kind. Und schon fliegt mal weg. Tschüss. Da, mit Stock sogar, der Timo macht's richtig. Der setzt sich auf seinen Stock und schwimmt weg. Jetzt haben sie den Dreh raus. Ich bin so stolz auf euch. Die Jenna will sich auch mal probieren. Los, reißen wir! Ja! Tschüss! Als wäre es ein Berg im Winter, wo man mit dem Bobsrutscher einfach dann whoop, wegrutscht. Oh, komm schon! Es ist Samstag, es ist 16 Uhr, keine Ahnung. Jetzt hauen sie auf, am zweiten Tag. Eigentlich wollte ich nur ein neues Bier, aber der Hannes ist gerade mit dem Fass abgehauen und liegt in der Werra und trinkt einfach das Fass. Das ist Hannes, meine Damen und Herren. Hey, da kommt, ist ja noch was drin für mich. Ja, ein bisschen noch, natürlich. Und da will der Buser immer zu einem Kasten Bier holen. Wir haben doch hier fein und frisch. Sieht aus wie Pfefferminztee übrigens. So, wir wollen jetzt erstmal kurz hier rüberlaufen zum Sackgasser und gucken, ob das Fass Pfand hat. Ein Fass haben wir ja noch. Pfand abgeben generell. Der muss auch weg. Wir müssen schon mal aufräumen. Und das ist Prime Blueberry. Hey, also Blue Raspberry, also doch kein Blueberry. Das ist der Sponsor vom heutigen Video. So, weil wir schlau sind, haben wir natürlich jetzt nicht den ganzen leeren Kasten abgegeben, sondern haben die Flaschen einzeln abgegeben und haben jetzt einen leeren Kasten. Huch, den tun wir jetzt da rein. Hannes gibt so lange den Rest ab. Irgendwie schon. Obwohl es gar nicht geht. Perfekt. So, also darauf gibt es jetzt angeblich keinen Pfand. Das steht jetzt hier so allein rum und guckt traurig. Ja, was kann das ist immer noch der Wusa, man erkennt es hier an der Brust. Das haben wir jetzt mal mitgenommen, so eine Coronis-Box für 9,99 €. Das ist die Shania, die hat immer noch ein Nachthemd an. Der Wusa hat sich nochmal hier einen Krombacher Pilz geholt. Naja, das ist halt der leere Kasten. Als Stuhl, den haben wir ja wieder mitgenommen. Wir haben den noch nicht da drin reingeschmissen. Wir nehmen den ja mit, wir brauchen ja Stühle. So sieht das erste Treffen der anonymen Med-Gang aus, die sich mit dem Natur-Urinmesser natururiniertes Med auf ihr Naturbrötchen machen. Das ist der Wusa. Das ist der Natururin. Und das ist der Bo in der Sammel... Hä, wieso hast du die Mütze jetzt wieder richtig auf? Jetzt wollte ich sagen, das ist die Special Sammel Edition mit Mütze schräg. Das ist der normale Bo, den habt ihr ja schon zu Hause. Das ist ein Andreas, sein Nippel. Kann man so machen. Meine Hobbys sind ja, Kacken und Pissen, ich weiß. Kaken und Pinkeln, genau. Kaken und Pinkeln. Das sind meine Hobbys, die ich regelmäßig mache. Du hast da was Rotes. So. Ja, genau, ich auch. Sonnenbrand. So, der Adlersohn ist jetzt auch da. Servus, Fahrer. Die essen gerade Mettbrötchen. Du hast wieder ein naturfarbenes, uriniertes Bier. Was ist das? Das ist ja was anderes als gestern. Ja, ich hab alles anderes, geht besser mit Bier. Ich habe ein anderes T-Shirt, dass es nicht aussieht, als wäre ich ein Assi, der immer ewig lang sein selbes. Aber von der Farbe her, um zu erkennen, dass ich das bin. Hannes hat auch nur ein T-Shirt. Der ist vorhin mit T-Shirt rein, damit es gleich gewaschen wird.
So, so sah das aus. Da ist immer noch der Pumuckl. David, kannst du mal den Strauch... Ach, jetzt ist er weg. Nee, ist immer noch da. Kannst du mal den Strauch aus meinem Schuh ziehen? Perfekt, danke. Und danke für dieses Mettbrötchen, was mir der Wusa zubereitet hat. Jetzt nur noch ein Kokornis. Das heißt, wir legen das mal hier auf die Hose, wem auch immer die gehört. Wir schauen jetzt mal hier in die Corona-Box. Nach einem Kochonis, damit wir so eine dicke Nase kriegen wie Vin Diesel. Muss ich jetzt nochmal der Kamera erzählen, ist wichtig. Aber erst so tun, als würde ich schwitzen. Oh, es ist so anstrengend heute. Bitte David! Genau. Wenn ihr wüsstet, wie kompliziert das ist, ich erzähl's euch kurz mal. Das ist der Fahrer, das ist noch das Einfachste an der Gleichung. Das ist das dritte Fass. Das wollte ich aufmachen. Aber der Wusa hat sich einen Kronbacher aufgemacht. Habe ich gedacht, okay, trinke ich erst noch das Corona, das eine da. Jetzt sehe ich aber, der Hannes hat sich eine 500er-Dose aufgemacht. Das heißt, ich muss erst die 500er-Dose trinken, bevor ich das Corona trinke, bevor wir ans Fass kommen. Und da liegt noch ein Fischbrötchen mit Mettwurst drauf. Mettwurst? Jetzt schwitze ich aber wirklich, du. Da kommen Erinnerungen auf. Prost, Hannes! Prost, Jena! Prost, Fahrer! Prost, Prost! Für dich kein Prost! Prost, Thomas! Du bist böse! Da kommen Erinnerungen hoch. Toll! Auf die Bierhose gekippt! Guck mal, sieht aus wie Bier! Das ist ein Effekt! Ja, Hannes, dann mach's halt auf, wenn's nicht dann, lassen kannst. Dann muss man's halt auf, ne? Mit Mönchso. Oi! Yeah. Silvester! Eine von denen! Hallo! Und jetzt so. Können wir... Jetzt können wir's hier ins Wasser reinkicken. Ein bisschen drehen, ne? Da, ein bisschen nach vorne wieder. Guck, jetzt geht's ins so, Wasser. So, jetzt geht's. So ja, muss man das machen. Jetzt können wir immer so machen. Dann läuft alles im Kasten. Genau. Schauen wir mal. So ist das wunderbar. Was da läuft. Hast du gleich drei Becher? Ist da ein Loch drin, damit alle drei volllaufen? Ja, die sind schon sehr. Und wie schmeckt's? Ja, das wurde ich noch nicht. Deswegen frage ich ja, dich unter Druck zu setzen, zu trinken. Schmeckt wie ein Hölles. Sehr schaumig, aber lecker. Sehr schaumig, aber lecker. Aber lecker. Ich muss erst noch die Dose trinken. Und dann muss ich noch meinen Hut wieder aufsetzen. Hammerbecher noch. Hast du gehört, der andere Spruch da drüben ist auch noch hier. Ja. Also ich hab schon vorgesorgt, als er sagt. Ich wusste schon, dass ich alles kaputt mache. Oh. Ja, Günther will auch noch eins. Der Günther will auch noch eins, jawohl. Aus dem Männerfass. Damit das Frauenfass noch da ist. Für die Dorn. Und die Burm. So, ach, leider keine Hand. Guck mal, oh, wie das funktioniert. So, der Silvio macht es übrigens richtig. Der liegt hier in seiner Gaskartusche drin und schläft. Der macht jetzt den Naturin vom letzten Jahr. Aber nachher ist er bestimmt wieder am Start. Der hat nämlich noch was ganz Besonderes. Ich habe noch nie gesehen, dass es von Nicknacks so ein volles Rohr gibt. Wenn man das jetzt so hinlegt, sieht das aus wie der Bow. Seht ihr, das hat die gleiche Größe wie der Bow. Man sieht hier natürlich noch ein Zai, aber ansonsten sieht es aus wie der Bow. Das ist Naturin. Hier für dich. Was ist das? Nix. Nicknacks. Kennst du nicht Nicknacks? Das sind Nüsse mit Zeug dran, was komisch ist. Aber ich hab da was beim Zahn abgebissen. Gut so. Nicknacks jetzt neu mit Zähne drin. Ja, und jetzt guck mal, was die da haben. Olaf. Das kenne ich doch. Olaf. Hallo. Ups. Toll. Jetzt ist der Olaf weg. Nicht bewegen. Der ist heilig. Noch nie so was Schönes gesehen. So, das ist hier der Danny aus Erfurt. Jawohl. Ne? Guck dir den an, wie er sitzt. Und den Danny, den kennt ihr nicht, den kenne ich auch nicht. Das ist ein Kumpel vom Fahrer. Und der guckt aber auch irgendwie Videos von mir. Und der ist jetzt aus Erfurt hergefahren und hat noch ein Geschenk mitgebracht. So,
Was da drin ist, seht ihr dann im Geburtstags-Unboxing irgendwann. Ich habe gerade gefurzt. Jetzt kam das große Outing, aber das bleibt, kommt nicht auf Kamera. Mann, die Wespe immer zu und jetzt stinkt es auch noch, weil du gefurzt hast, aber trotzdem. Ja. Ich dachte, das ist der Axel. Ja, das ist mein größter Hobby. Der größte Schwanz. Der stinkt einfach nur wegen kleiner. Wo hast du die her? Kick 5 Euro oder was? Nee, 7 Euro Vulva, Feuerswerda. Aus der Vulva in Hoyerswerda. Ich habe gerade schon wieder gefurzt. Ja, nicht schon wieder. Jetzt geht das wieder los. Der Fahrer und der Furzer, beide in einer, also nebeneinander. Jetzt haben wir erstmal den Fahrer infiziert mit der Prime. So. Nee, infiziert nicht. Ich habe Metamoon und Icepop. Prost! Prost! Ich bin nämlich so müde und habe so einen Durchhänger, weil ich um 6 schon auf bin und von gestern noch, deswegen ist mal Prime. Vielleicht werde ich ja wieder wach. Die Schneier hat irgendwie ein Video mal gemacht, also da war ich dabei mit Prime, so hatten 4 Stück oder so, keine Ahnung. Prime. So, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Die anderen waren ja eh beim Kaufland. Ich dachte, gut halbe Stunde oder so. Legst du dich halt doch mal hin, weil du heute früh um 6 ja schon wach warst und gar nicht mehr gewohnt bist überhaupt, keine Ahnung, irgendwas zu machen. Jetzt ist gefühlt 2 Stunden waren die jetzt weg, waren noch Essen, war irgendwas, solange war hier Ruhe. Pupsi war zwischendurch noch da mit Jonas, Marie und Thomas, die mögen sich ja auch richtig, das war richtig herzlich. Jetzt kam der Hannes gleich an, hat gesagt, Akuma. Hat mir jetzt hier noch eine Dose Guinness hingeschmissen. Ich habe absolut keinen Dorsch. Ich habe schon wieder Sodbrennen. Ich weiß gerade gar nichts mit mir anzufangen. Es ist schon wieder so ein bisschen tief. Und weil es eh gerade tief ist, habe ich jetzt noch eine kleine Geschichte für euch. Da muss ich aber kurz was dafür holen. Und dann kippe ich mir trotzdem das Guinness rein, damit es wieder hochgeht. So, die Hose ist gewechselt. Weil irgendwie ist es jetzt auch gar nicht mehr so extrem warm. Die Sonne ist gar nicht da. Ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr ins Wasser gehen. Mir tut eh schon alles weh. Ich werde mir meinen Stuhl dann irgendwie rausholen, ein bisschen am Beckenrand rumsitzen, noch ein bisschen chillen, gucken, ob das Sodbrennen ein bisschen weggeht. Und was seht ihr hier noch? 3 Dosen Becks. Ganz besonderes Becks, was richtig cool aussieht in dieser Dose. Das ist die Festival Edition. Und wieso erzähle ich euch das? Und wieso ausgerechnet 3 Dosen? Die 3 Dosen habe ich eigentlich mitgenommen für Hannes, für mich und für den Iswo. Weil wer das nicht weiß, Iswo, eigentlich mein bester Freund. Wir haben immer zusammen Geburtstag gefeiert, das war Tradition. Er kam immer zu mir nach Hesberg, er kam immer zu mir nach Hildburghausen. Ich war bei ihm in Stuttgart und so weiter. Wir haben immer zusammen Geburtstag gefeiert, weil der auch am 21. oder so, hat er Geburtstag, ich am 16. und da waren wir immer gefühlt eine Woche aufeinander gehangen, haben meinen Geburtstag gefeiert, seinen Geburtstag gefeiert. Irgendwann habe ich ja Hannes kennengelernt, dann waren wir nicht mehr zu zweit, wir waren zu dritt, haben zu dritt Geburtstag gefeiert. Da sind ja auch Videos entstanden, wie ich mit Iswo hier im Planschbecken im Garten bin, 500 Dosen Bier in dem Planschbecken drin, das war cool. Dadurch ist Hannes ja überhaupt auf uns aufmerksam geworden. Jetzt haben wir also zu zweit gefeiert, dann haben wir immer zu dritt gefeiert, dann ist Iswo auch mal nach München mit zum Hannes. Wir haben dort dicke Weihnachten gedreht, wir haben dort im Sommer auf die dicken 3 gedreht. Ich mit Iswo immer Musikvideos also gemacht und alles und hin und her. Und weil Iswo letztes Jahr nicht beim Geburtstag dabei war, weil ich gefühlt ihn schon jetzt auch, weiß ich nicht, 2-3 Jahre nicht mehr gesehen habe, die Zeit vergeht, es passt einfach nicht. Irgendwie zeitlich ergibt sich's nicht. Becks, aber sein Lieblingsbier ist. Der hat zwar einen Jeversong gemacht, aber Becks ist sein Lieblingsbier. Immer wenn ich bei ihm war, auch im Elternhaus, überall Becks rumgestanden, immer Becks getrunken. Auch beim Shisha-Rauchen Becks getrunken, keine Ahnung. Und so habe ich die gesehen. Irgendwo habe gedacht, oh mein Gott, das wird richtig fett, wenn der Hannes da ist. Wenn der Iswo da ist, wenn wir 3 einfach auf die gute alte Zeit jeder eine Dose Becks trinkt. Hat sich nicht ergeben. Er hat mir leider auch nicht abgesagt, aber irgendwie hat er dann jemand anderen gesagt, dass er nicht kommen kann oder kommt oder wie auch immer. Es wäre wirklich gut gewesen für die Freundschaft, für alles, dass wir 2 einfach
uns mal wieder sehen, ja. Und einfach mal merken auch, man mag den anderen und vermisst den anderen und die Zeit, anstatt dass immer ein Elefant im Raum steht und man einfach nur denkt, das ist nichts mehr, das wird nichts und man denkt nur schlecht vom anderen und der denkt schlecht von einem und das ist Kacke, deswegen. Redet miteinander, sprecht euch aus, hört euch zu. Freundschaft ist wichtig, Freundschaft ist, brauchst Freunde im Leben, das ist wichtig. Leider bin ich jetzt natürlich dann ein bisschen enttäuscht und jetzt ist eh gerade ein bisschen geknickte Laune. Deswegen hat sich nicht ergeben. 3 Dosen, ist woran es ist, hat nicht funktioniert. Wie es weitergeht, ich habe keine Ahnung, ob irgendwann nochmal man sich sieht, irgendwas macht oder ob es jetzt endgültig war, der Bruch. So, ansonsten, ja, kümmere ich mich halt um meine Freunde, die da sind, um meine Familie, um meine Frau, um mein Kind. Das ist das, was zählt. Ich kann niemanden zu irgendwas zwingen. Wer nicht mehr möchte, der möchte halt nicht, der ist halt raus und dann keine Ahnung. Jetzt haue ich mir aber nicht das Becks rein, jetzt haue ich mir das Guinness rein vom Hannes, aber da muss ich erst wieder zurück. So, und das ist hier nicht eine Graffiti-Dose, ich bin kein Sprayer, das ist Guinness. Und da ist ja hier diese Stickstoffkartusche drin, ne? Hörst du? Ne, hörst du nicht? Die fliegt da drin rum und die ist verwirbelt dann und macht da Schaum, dass das aussieht wie frisch gezapft. Wir machen es mal auf. Ui! Sieht doch aus wie frisch gezapft, oder? Das ist Guinness. Prost! Und danke, Hannes, dass du so ein guter Freund bist. Jetzt muss ich gleich weinen, deswegen muss ich jetzt erst für meine Toilette suchen, damit man nicht merkt, wie emotional ich schon wieder bin. Hallo, Zoi. So, der eine kommt, der andere geht. Weil der Zai irgendwie seine Mütze angeblich verloren hatte beim Kaufland. Deswegen hat er da nochmal geguckt. Ich gehe jetzt ganz emotional erstmal auf die Toilette. So, Naturin hätte jetzt gesagt, er hat die Toilette beschissen, aber ich bescheiß hier niemanden. Deswegen laufen wir jetzt zurück zur Truppe und gucken nochmal auch wegen irgendwas zum Armbrot. Irgendwas Kleines noch einwerfen. So, da habt ihr nochmal hier den heimlichen Draufblick von der Brücke nach unten, wenn man darüber guckt. Da ist noch Rest. Da ist Rest, muss ich aufpassen, dass die Kamera nicht runterfällt und einer auf den Kopf landet. So, der Scheinungs hat erzählt, ich hätte hier Sambuca bestellt. Ich weiß davon gar nichts mehr. In Gera, beim Griechen. Was? Ich habe, glaube ich, gesagt, eigentlich nur, das kenne ich gar nicht. Ich kenne nur Uso, wenn das auch sowas ist wie Uso. Mit Anis und so Zeug, dann muss man das mal probieren. Und das war wahrscheinlich die Bestellung. Und das ist ein Ding, wir haben jetzt kurz mal angestoßen, das brennt ja so hoch in die Nase, steigt zum Kopf, aber mein Sodbrennen ist weg. Ich habe seit vorhin die ganze Zeit Sodbrennen gehabt hier alles, jetzt ein so ein Ding mal kurz reingezogen. Und jetzt geht's mir besser, jetzt, die Motivation ist da, das finde ich gut. Ständig Bier und Zeug, da kriegst du nämlich auch irgendwann Wandsrammeln. Der räumt auf. Danke, Silvio, du bist der Beste, das Sambuca. Also ich würde sagen, nächste Runde, oder? So, das ist der Naturin und die anderen haben jetzt Essen bestellt. Weil mir das zu viel ist, gehe ich jetzt noch mal ganz kurz in die Norma und suche da noch irgendwas Kleines. Habe ich, glaube ich, vorhin schon versucht, erzählt oder irgendwas. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich habe mir jetzt noch schnell dieses Salami-Käse-Baguette vom Penny geholt. Und der Hannes war auch dabei. Moin. Der wollte sich nämlich mal die Beine vertreten. Hannes? So, das sieht gut aus. Oh, ja. Das Essen kam nämlich gerade an. Da steht der was? Thomas. Papier neben dir mal hier. Die Verwirrung ist verwirrt. Der Silvio isst. Der Rest hat hier noch was. Da können wir auch mal kurz drauf. Auf die Pizza. Der Bo hat sich hier einen schönen Burger, der ist bestimmt noch mal in Papier eingewickelt, oder? Ein Chili sauber, guck wie der aussieht, wie Papier. Die Mädels essen den Asiamann, das ist auch schön. Und das ist der Hannes. Der Hannes hat einen Salat bestellt und hat keinen Salat bekommen. Fertig. So, der Fahrer ist jetzt eingesprungen. Der übernimmt jetzt den Isbo-Part mit der Becks-Dose. Hannes hat seine Becks-Dose. Das ist auch eine Becks-Dose. In der Festival Edition. Die machen wir jetzt auf. Zack, gleich fällt sie runter, sehe ich schon. Nee. Und dann Prost auf die entspannte Musik, die sehr deprimierend wirkt. Passend zur Situation mit dem Becks. Der Schwarze.
Birthday to you. Was ist denn das? Ich bleibe jetzt auch extra sitzen, weil ich absolut keinen Bock habe. Ich bin da so Grumpy Cat, bin ich irgendwie so. Und dann haben die auch noch Torte und ich mag doch keine Torte und esse nichts Süßes. Da könnt ihr jetzt schön reinhauen euch gegenseitig. Oh, es ist auch ein Stück. Das ist aber schön, dass ihr das so dran gedacht habt. Guck mal, eine 36, die brennt sogar. Ach, wie toll. Eine brennende Kerze. Brennt. Da ist noch mehr Torte und hier ist natürlich diese lustige Benjamin-Blümchen-Figur wieder drin gewesen. Wenn du die aufmachst, guck dir das mal an. Also ich weiß nicht, was letztes Jahr mit der passiert ist. Ich dachte, irgendjemand wollte die dann. Hat nicht der Luigi die sogar mitgenommen? Schon, das wäre ja cool gewesen. Der hat sogar gelbe Farbe. Das passt. Hat jemand nicht richtig er malt es einfach. Nämlich die ganze Torte. So, jetzt zwingen sie einen noch das Anstandsstück zu essen. Passt sogar direkt auf die Gabel. Wir gucken es uns mal an. Ja, das musst du mit einmal reinstücken, richtig. Eis. Fürst Pückler Art. Also nachdem die Sambuca-Flasche leer ist, ich das gar nicht mitgekriegt habe, scheint es wieder bergauf zu gehen. Die Stimmung wird aufgehellt. Der Zai ist da, der Schemes, der Pupuge, der Thomas, ne, mit seinem Engelbert Strauß. Jetzt wird verteilt hier. Denk dran, sag Stopp. Sag nicht Stopp. Na doch. Stopp. Klar sag ich Stopp. Stopp. Hab ich doch gerade schon Stopp gesagt. Du hast gesagt, klar sag ich Stopp. Guck mal, der ist rot. Wie ein Zai seine Frisur. Ihr seid Freunde. So, der Timo liegt jetzt da. Der lebt aber noch. Der hat nur einen Rücken. Da sind die Girls und die Boys in der Hoods. Und da hinten liegt der Naturin. Der wiederholt den Geburtstag vom letzten Jahr. Ich habe immer noch die Krone. Oh, Thumbnail. Happy Birthday. Alles Gute. Mach's bloß weg. Mit einer sahnigen Kokosnote drin. Das waren Silvio seine Idee. Das ist der Bo, der beobachtet schon die Szene. Hat er genau im Blick. Bisschen Joghurt. Da ist jemand aufgebaut und alle sitzen drumherum und jetzt werden noch Kerzen. Ach so, stimmt hier, so eine Grabszene hier mit Kerzen und der liegt da, der wird noch einbalsamiert. Ja. Und jetzt ich stell mir gerade den Thomas als so einen Domian vor, Beziehungsprobleme, was? Ich wollte nur mal kurz die Kerze abfilmen, weil du so gute Laune hast. Richtig analysiert. Seht ihr das? Nein, keiner sieht was. Das ist die GoPro. Jetzt hat der Silvio natürlich gedacht, er lockt die Fliegen an. Das ist perfekt. Timo hat eine Kratze und so ein Bein. Jetzt sieht man überall nur noch Teufelsgesichter. Und hier Seamus ist auch am Start. Hört ihr das Gekacker da hinten? Das sind die Mädels, die sind auch gut drauf. Der Naturin ist jetzt wach und aufgestanden. Es ist jetzt 22.26 Uhr. Und dann jetzt wird er auch noch vom Thomas vollgelabert. Kann es denn noch schlimmer werden? Ja, auf jeden Fall. Survivalist, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich dich nochmal knuddeln, auch wenn man es nicht sieht. Baby! Was soll ich dazu jetzt machen? Wir sind gar keine Achsen, wir reden andere Sachen. Und zwar um Füße, schieb den Fuß rein. Du bist ein Thomas, das muss gut sein. Ey, schieb den Fuß rein! Schieb den Fuß rein! Schieb den Fuß rein! Schieb den Fuß rein! Reich sie rum! Und dann Fuß in den Mund! Ey! So, jetzt habe ich hier mein Mischmaschbeutel. Noch eine Flasche krass gefunden. Was ist da so krass? Das ist Apfelwein aus krassen Apfelsorten. Und das ist was für die Mädels und für den Zai. Und wir trinken dann halt auch mal einen mit. Weil das ist krass. Das ist Apfelwein. Krass. 3 Uhr nachts. Ich hab schon wieder Bock auf deinen Arschloch. Oh no, ich frag mich, was du so machst. Ja. Und ob's krank geht, wenn ich nochmal vorbeikomm. Ich war immer allein. Heute Nacht brauch ich ein Partner in Crime. Inzwischen lass ich die Menschen am liebsten zusammen mit einem anderen Menschen. So,
Der nächste Morgen, ich habe kaum geschlafen. Der Abend gestern war an sich da noch richtig gut. Nach einem kleinen Durchhänger im Tiefgang ging es wieder hoch. Aber ich habe mir mit irgendwas den Magen verdorben. Vielleicht war es einfach, weil es zu viel durcheinander war. Zu viel Bier, zu viel zwei Tage hintereinander. Zu viel dann auch Stammball und Schnäpschen und anderes Zeug. Zu viel Sambuca. Vielleicht waren es auch einfach nur die Bacon Chips von der Bow, die irgendwie da rumgelegen haben und man probiert einen und denkt, hä, schmeckt, als wäre es schon 100 Jahre offen gewesen. Vielleicht sind die gar nicht von ihm gewesen. Vielleicht lagen die schon unter der Brücke, als wir am Freitag da ankamen. Scherzhafterweise klingt das sogar lustig. Ich bin irgendwann nachts, 3 Uhr nachts, ich weiß nicht, wie spät es war, ich bin aufgewacht, ich bin kurz 2 Meter neben mein Schlafsack gelaufen, musste mich übergeben, da kam alles raus und dann denkst du, okay, jetzt ist es raus, jetzt geht es dir besser, aber nein, irgendwas ist gewesen. Ich bin aufs Klo gerannt nochmal, nachts durch die Nacht, allein im Dunkeln, kam zurück, kurz gelegt, wieder auf, wieder gebrochen, da kam aber nichts mehr. Es war nichts mehr drin, es kam nur noch Galle. Schön gelber, orangensaft, farbiger, na gut, urinfarbiger Gallensaft. Und das ging dann immer zu so. Es ging die ganze Zeit. Sagen wir mal, es ging 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr. Ich weiß nicht mal, wie spät es jetzt ist. Jetzt eben auch. Ich stehe auf, kurz. Es presst alles raus, als wäre es das Ende, ne? So, das war unser abendlicher Sauftisch, den wir gestern hatten. Da steht sogar noch ein Fass drauf. Da ist noch Klopapier. Wie das kombiniert wird, das könnt ihr euch selbst herausfinden. Da liegt noch so ein Wuser in der Ecke rum und stinkt. Die Matratze ist auch schon wieder ganz nass. Das ist richtig cool. Und das ist der Bo. Der war heute der Erste, der wirklich aufgestanden ist, umgesessen hat. Der hat heute den Punkt fürs frühe Aufstehen. Hier haben wir noch unsere Ranzecke. Da sieht es auch gut aus. Da sind noch überall Flaschen, hier ist noch wieder unser Beutel, das ist Pfand, das ist Müll. Da unten steht auch noch irgendwas rum. Und das ist der Puhmuggel, aber den kennt ihr ja. Der hat sich hier natürlich wie so ein Kobold unter der Brücke verschanzt. Aber das haben wir ja auch schon 10-mal gezeigt und gesagt. Was ich jetzt mache, weiß ich nicht. Wir scheinen die einfach wieder hinlegen. Danke an Pupsi, der hat sich wieder mal sehr viel Mühe gegeben. Kam ja letztes Jahr auch dann am Sonntag frühs und hat was vorbeigebracht. Für den Besuch, für die Leute, für alles. Und guckt euch das mal an. Da sind Brötchen drin. Da ist was drauf. Ich sehe Salat, ich sehe Salami, ich sehe alles Mögliche. Eine ganze Platte an Brötchen zurecht. Saft ist da. Hier Würstchen, Stifte, Thüringer Stifte. Danke Pupsi, du bist die Beste. Aber ich muss echt sagen, seitdem der Bo mir seine Medizin verabreicht hat, scheint der Kreislauf wieder ein bisschen stabil zu sein. Ich musste seit einer Stunde nicht mehr brechen. Das ist auf jeden Fall ein voller Erfolg. Habe jetzt trotzdem noch nichts gegessen, aber wir müssen langsam auch irgendwie dann mal aufräumen. Es ist gleich um 10. 14 Uhr fängt der Community Day an mit Zaplatin. Den wollten wir alle zusammen ja noch spielen. So, einen David haben wir irgendwie verloren. Der liegt da drunter. Man könnte denken, wir haben ihn in ein Tuch gepackt und vor der Brücke geworfen. Aber statt ins Wasser ist er irgendwie hier gelandet. Und dann haben wir uns einfach alle daneben gelegt, damit es so aussieht, als würden wir hier schlafen. Und nicht als... Ja. So, der Wuser ist jetzt auch wach. Nee, jetzt schläft er wieder. er liegt jetzt wieder, aber er ist jetzt aufgestanden. Ich habe mit Hannes jetzt mal grob hier Pfand und Scheiße weggebracht. Und... Es ist jetzt 11.20 Uhr, bis 13 Uhr will ich jetzt auch noch ein bisschen ausruhen. Ich mache es also so wie der Naturbursche, den seht ihr hier vor mir. Oh, guck mal, der böse Blick. Mr. Miyagi ist erwacht. Warum hast du einen roten Bart? Hat Marie vorhin gefragt. Eigentlich müsste der urinfarben sein und nicht rot. Da müssen wir was ändern. So, ich melde mich nochmal ganz kurz zurück, weil jetzt sind alle weg. Guck mal, wo ich stehe. Das ist kein Parkplatz mehr, aber man kann ja nicht auf den normalen Parkplatz, weil hier, wo die Durchfahrt ist und links, rechts Parkplätze, steht einfach einer mittendrin
Und der hat sogar einen Zettel mittlerweile drin. Wie blöd muss man sein, so zu parken? Da hat sich aber einer Mühe gegeben. So. Ja, Timo ist heim. Scheinux, Thomas fahren jetzt heim. Wir haben ja noch den Community Day gespielt im Park, gestreamt. Es ist passiert, wirklich. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Da kam auch immer jeder so nah. Dann wollten die ihn immer so anfassen und so. Das war mir alles zu viel. Und dann irgendwann, kurz vor Ende, ist es passiert. Jetzt glauben mir die Leute wenigstens, dass es mir schlecht geht. Perfekt. Genaya, Sarina sind jetzt auch mit dem Zug gefahren. Hannes steht noch am Auto. Das ist hier drüben der. Moin. Zai haben wir verloren. Der hat nämlich, nachdem ich den ganzen Tag mich ausgekotzt habe, dann irgendwann frühs, ich glaube, ich muss brechen. Und dann ging es ihm auch nicht so gut. Und da hat der Silvio den ins Krankenhaus gefahren. Also, und da haben die gesagt, ja, in 2 Stunden kann man ihn frühestens abholen, aber die haben jetzt gesagt, sie behalten ihn einfach dort. Sonnenstich. Was das bei mir ist, werde ich nie rausfinden. Vielleicht war es der viele Schnaps am Abend, gemischt mit dem ganzen Bier. Vielleicht war es die ganze Sonne. Vielleicht war es das ständige Hinfallen und Stürzen mit schleimigen Gummischuhen, die nass sind, eine steile Mauer hochgerannt, bumm. Vielleicht war es auch das Essen. Spezialsoße, zack, Pizza, den ganzen Tag da oben stehen gehabt, nächsten Tag, ach, ich esse noch was zu meiner Pizza. Das kann alles auf den Magen schlagen, deswegen nächstes Jahr mal einen Gang ruhiger fahren, einen Gang ruhiger. Und wenn ich sehe, jemand bringt einen Kasten Bier mit, dann muss der gleich wieder gehen. So, ansonsten war es das jetzt vom Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vor Ort, euer Ramses. Aber vielleicht können wir einen Adi noch reinnehmen, wenn wir zu Hause ankommen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Adi, Schatz, Bibi, Bibi, na hier, Bibi, Bibi hier, hüpf, ja, sind wir wieder da, guck doch hier, wie wir da sind, ja, peace out, Vorhaut, euer Adi, Schatz. So, und jetzt muss ich mich nochmal zurückmelden, weil ich gerade in Teil 2 geschnitten habe und man weiß ja jetzt mehr, deswegen möchte ich euch das nochmal mitteilen, damit das auch nochmal klargestellt ist. Ich habe ja so viele Vermutungen gehabt, was das gewesen hätte sein können, dass ich mir die Seele aus dem Leib gebrochen habe, den ganzen Sonntag, morgen früh, auch beim C-Day und so weiter. Der Zai, der hatte ja dann auch Probleme, der ist ja dann ins Krankenhaus gekommen, der ist ja 2 Nächte, war er glaube ich dort, haben da etliches untersucht und haben gesagt, er hat sich ein Virus eingefangen. Irgendwelche Bakterien abbekommen, entweder aus der Werra, aus dem Wasser oder von der öffentlichen Toilette. Und wisst ihr noch, die Toilette, die so eklig und keimig und scheiße war und da das Schild extra gehangen hat, Benutzung auf eigene Gefahr. Du denkst, naja, was soll passieren, aber doch. Es gibt halt Menschen, die haben nicht so gute Abwehrstoffe und die fangen sich da was ein und denen geht's richtig dreckig und denen schlägt das überall hin, wenn da irgendwas ist. Andere, die merken gar nicht, dass sie was haben. Und ich denke mal, es wird wirklich entweder von der Toilette gewesen sein. Manche haben ja gar nicht die Toilette benutzt und sind zum Kaufland oder haben sich in die Hose geschissen. Andere haben gesagt, sie haben bei der Toilette erstmal mit Klopapier alles komplett ausgelegt. Ich bin immer rein, habe immer gleich einen Köpfer in die Kloschüssel reingemacht und dann war alles dreckig und nass und eklig. Also. Und was noch wichtiger ist, das Wasser in der Werra. Jetzt wurden mir nachträglich Seiten geschickt, das Wasser in der Werra ist so dreckig und so keimig und so abartig. Und gerade wenn du da irgendwie eine offene Wunde oder irgendwas hast und da mal irgendwie Bakterien reinkommen, dann kann das sich auf den ganzen Kreislauf legen und sich, naja, dir irgendwas holen, einen Parasit oder irgendwas. Und der Zai hat gesagt, er hat einen Pickel am Rücken gehabt, den hat er ausgedrückt, dann ist er reingehüpft und ich hatte ja hier diesen Cut am Finger. Ich hatte da ja so einen Cut am Finger, irgendwie da so einen kleinen Schnitt und den habe ich zum Kühlen immer neben mich, als ich gesessen habe, in das Wasser reingehalten die ganze Zeit und dann nächsten Tag plötzlich, oh, kann also sein, dass wir irgendwie einen kleinen Parasiten, einen kleinen Virus, einen bakteriellen Infekt, irgendwas hatten aus der dreckigen, keimigen Werra oder eben der verschmutzten, dreckigen Toilette. Alle haben gesagt, letztes Jahr die Toilette, die war auf jeden Fall sauberer. Was das für die Zukunft heißt, ob wir nochmal Geburtstag an der Werra feiern, ob sich überhaupt noch jemand mal
wieder in die Werra dann reintraut, jetzt wenn man weiß, dass das alles verseucht ist, das weiß ich nicht. Eigentlich könnte man jetzt schon einen Zeitpunkt ausmachen für nächstes Jahr, das erste Wochenende nach dem Geburtstag. Das ist dann diesmal nicht 19 bis 21, sondern 18 bis 20. Und der Juli 2025, genau. Aber welche Location, weiß ich nicht. Ihr, die ihr dabei seid, könnt ja mal drunter schreiben, welche Location fandet ihr besser, die letztes Jahr oder die dieses Jahr. Ich fand's gut unter der Brücke, im Schatten, im Wasser, gekühlt, direkt mit den ganzen Einkaufsmöglichkeiten daneben. Das hat mir eigentlich gut gepasst. Dass man irgendwie trotzdem so auf dem Präsentierteller war, weil immer jeder, der über die Brücke gelaufen ist, einen gesehen hat, das war ein bisschen komisch. Da war es beim letzten Mal irgendwie doch ein bisschen privater. Aber an sich hat ja alles gepasst. Im Nachhinein, okay. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich will gar nicht weiter drüber reden, wir müssen das alles mal sacken lassen, verarbeiten lassen, lasst die Eindrücke von den Videos auf euch wirken und dann mal gucken, nächstes Jahr Geburtstag, ob der stattfindet, wo der stattfindet und mit wem der stattfindet. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.